Im letzten Video habe ich euch gezeigt, wie wir die aktuellen Grenzpunkte uns in unser QGIS automatisiert einlesen können. Heute möchte ich euch mal versuchen, auf einfache Art und Weise etwas über Grenzpunkte und Grenzsteine zu erklären, denn es gibt da gewaltige Unterschiede. Wenn ihr bei der Google-Suche einfach mal Grenzpunkt eingebt, könnt ihr sehen, wie in der Örtlichkeit Grenzpunkte aussehen können. Das kann ein Grenzstein sein, das kann auch eine Kunststoffgrenzmarke, ein sogenannter Bolzen aus Messing oder andere sichtbare Vermarkungsarten sein. Es können aber auch Grenzpunkte festgelegt sein im Kataster, die in der Örtlichkeit nicht zu sehen sind. Das sind sogenannte langfristig oder kurzfristig ausgesetzte Grenzpunkte. Und dann gibt es natürlich noch historische Grenzpunkte. Einfach bei der Google-Suche mal eingeben, ganz alte, schöne, große, aber auch kleinere Grenzsteine mit Jahreszahlen und besonderen Bezeichnungen oder Bilder. Wie ihr hier jetzt seht, sind das die gesamten Grenzpunkte von Chemnitz und die Grenzpunkte unterscheiden sich nicht nur eben, wie sie aussehen, sondern auch in hinsichtlich ihrer Attribute bzw. ihrer Eigenschaften, genauso wie ein Mensch. Von außen sieht man es, ob er blond ist oder braun, eine Haare hat. Und die inneren Werte kann man natürlich nicht sehen. Und so ähnlich ist es auch bei Grenzpunkten. Ihr seht jetzt hier zum Beispiel die kleinen runden Markierungen. Das ist ein Grenzpunkt und wenn ich den anklicke, egal welchen ich nehme, auch diese grünen, die habe ich ja schon vorher symbolisiert, bekommen wir hier, wenn wir das Infosymbol, die Objektabfrage starten, die Informationen über das Objekt. Um die Eigenschaften eines Grenzpunktes besser zu verstehen, würde ich jetzt mal einige Attribute näher erläutern. Wir greifen dazu auf den ALKIS-Erlass zu. Den könnt ihr euch beim Landesvermessungsamt in Sachsen anschauen. Ihr könnt aber auch, wenn ihr in einem anderen Bundesland seid, den jeweiligen Erlass euch anschauen oder zur Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen der Bundesländer gehen. Und hier könnt ihr über das Liegenschaftskataster, über Downloads, zum Beispiel die Unterschiede der Attribute, die in den jeweiligen Bundesländern geführt werden, euch anschauen. Das ist diese PDF-Datei, die ich hier mal geöffnet habe. Und hier seht ihr zum Beispiel bei einem Layer, zum Beispiel beim AX.ORT TA, ob dieses Objekt oder Layer in eurem Bundesland eingeführt ist. Dieser, weil der ja wichtig ist, ist in jedem Bundesland eingeführt. Dann gibt es Attributarten, das steht hier oben. Zum Beispiel die Genauigkeitsstufe. Und als Wertearten gibt es ganz verschiedene. Eine Standardabweichung kleiner 2 mm und es geht bis zur Standardabweichung größer als 5 Metern. Und dann könnt ihr wiederum erkennen, wir sind jetzt hier in Sachsen, wir gehen hier die Spalte runter, dass es in Sachsen nur die Standardabweichung für einen Grenzpunkt kleiner gleich 3 cm gibt, die Standardabweichung 30 cm und kleiner gleich 5 cm. Das wurde eben nur in Sachsen eingeführt. Wenn wir zum Beispiel rüberblicken nach Brandenburg, sind hier viel mehr Wertattribute eingeführt worden. Und das können wir hier aus dem ALKIS-Erlass auch herauslesen. Wir klicken hier mit den Anlagen und es erscheint dieser ALKIS-Erlass von 2021. Wir schauen uns jetzt mal einen Punkt an, den ich jetzt gerade ausgewählt habe. Und beginnen einfach mal bei dem Wert Attribut Anlass. Das Attribut Anlass, in meinem Fall steht jetzt hier eine 300-500 und können jetzt in dieser Objektartenkatalog, das ist eine Basisklasse, schauen, was das hier in dem konkreten Fall bedeutet. Die Werte stehen hier auf der rechten Seite und wir scrollen einfach mal runter und sehen jetzt hier, bedeutet, dass der Punkt die Geometrie aufgrund einer Homogenisierung entstanden ist. Schauen wir uns mal einen anderen Punkt an. Hat dieselbe Objektart, ist auch aufgrund einer Homogenisierung entstanden. Und jetzt nehmen wir mal so einen grünen Punkt. Ebenfalls, hier steht eine 0 drin. Und wenn wir an der Attributtabelle schauen und nach Anlass sortieren, gibt es viele Nuller.
Und dann zum Schluss die ganzen homogenisierten, dass die jeweiligen Punkte aufgrund einer Homogenisierung entstanden sind. Der Wert bei dem Attribut Kartendarstellung muss immer true sein. Das könnt ihr hier lesen. Hier ist das Attributort Kartendarstellung erläutert und hier steht das, was ich euch eben gerade gesagt habe. So, nächster Attribut ist AXLI-Prozess-Step.Ort-Description. Und hier steht jetzt Erhebung drin. Schauen wir mal den ALKIS-Erlass. Es gibt zu jedem Attribut auch noch eine separate Kennung. Hier in dem Fall heißt die DES. Und es gibt zwei unterschiedliche Werte. Einmal Erhebung, die Erläuterung steht darunter, oder Berechnung. In dem ALKIS-Erlass gibt es dann auch nochmal weiter hinten eine Gegenüberstellung zu dem jeweiligen Attribut. Hier wird es verkürzt dargestellt, aber das ist die Kennung DES, also dass einmal die Erhebung und Berechnung gibt. In Sachsen, wie hier steht, erfolgt keine Führung, also steht im Wesentlichen immer nur Erhebung bei dem Attribut. Und in anderen Bundesländern sieht das dann eben etwas anders aus. Nächster Attribut, AX-Datenerhebung.Ort. Hier in meinem Fall steht hier eine 4200. Hier ist wieder der Datentyp dargestellt, den ich euch gerade hier auf der rechten Seite gezeigt habe. Und eine 4200 bedeutet also in unserem Fall, dass dieser Punkt aus Katasterkarten digitalisiert wurde. Dann können wir noch einen niedrigeren Status erkennen, dass die Quellenangaben nicht vorliegen. Und ein Punkt, der aus einer Katastervermessung ermittelt wurde, bekommt immer eine 1000. Und dann gibt es aber auch Punkte, die im alten Koordinatenbezugssystem ermittelt wurden und anschließend in das neue, in das aktuelle Koordinatenbezugssystem transformiert wurden. Die bekommen dann eine 1800. Wir schauen uns jetzt mal dunkelgrün Punkte an und wie wir sehen, ist hier die Datenerhebung bei 1000, also ermittelt, ein relativ neuer Punkt. Und hier zum Beispiel dieser Grenzpunkt wurde mit Gauss-Krüger-Koordinaten ermittelt und dann in UTM-Koordinaten umgerechnet. Ihr könnt auch nochmal auf die Seite 252 schauen und hier wird es nochmal besser verdeutlicht. Also was ich erzählt habe, aus der Koordinatenvermessung ermittelt, warum, weshalb, auch nochmal die richtige Verordnung verwiesen und hier mit der Werteart 1800 von dem Koordinatensystem GK in das aktuelle amtliche Koordinatensystem wurden die transformiert, sind aber auch bestimmte Punkte. Wir hatten vor uns diesen Punkt 4200 und da sieht man eben, was für einen Status der Punkt hatte und wie er mal bestimmt wurde oder, wenn es nicht bekannt ist, die 9988. Gibt es auch nochmal eine schöne Überstellung, wann was vorkommen kann. Ja, am besten mal selber nochmal anschauen, wenn ihr das wollt. Und auch hier eine schöne Gegenüberstellung hinsichtlich der Bundesländer, wie das geführt wird. Jedes Bundes, na bis auf Sachsen-Anhalt nicht, hat den Tausender-Status. Und dann gibt es natürlich auch noch viel andere Wertarten, die andere Bundesländer dann führen. Das war der Attributwert AX-Datenerhebung.Ort. Jetzt kommen wir zum Koordinatenstatus. Beim Koordinatenstatus, wie ihr es hier seht, gibt es nur einen Wert, die 1000. Und das bedeutet, ob die Koordinate amtlich ist oder eben einen anderen Status besitzt. Und wie ihr hier seht, der Punkt hier oben, das ist ein amtlicher Punkt, der amtliche Koordinaten hat, wie es hier steht. Und hier unten, dieser sogenannte grafische Punkt, hat keinen Koordinatenstatus mit einer 0 versehen und er hat also keine amtlichen Koordinaten. Das nächste Attribut, die sogenannte Genauigkeitsstufe. Die ist eine der wichtigsten Attribute, wenn man wissen möchte, was für ein Grenzpunkt das eigene Grundstück begrenzt oder auch ein anderes Grundstück. Wir sehen hier, dass es in Sachsen wiederum, was ich vorhin schon mal gezeigt habe, drei verschiedene Genauigkeitsstufen gibt. Die 2100, 3000 und 3300. Und das bedeutet, wie genau der Punkt die Koordinate mit der Örtlichkeit übereinstimmen kann. Und alle Punkte, die diesen Wert 2100 haben, haben eine Genauigkeitsstufe, die für die Grenzpunkte als sogenannt einwandfrei gilt.
Auf der Seite 250 ist das nochmal detaillierter erklärt über einen anderen Datentyp. Die Genauigkeitsstufe wird als Kennung GST abgekürzt und hier sieht man dann auch, wie die übernommen wurden und aufgrund welcher alten Genauigkeitsstufen die Punkte dann in den entsprechenden Wert bekommen haben. Weiter geht's mit dem Attribut Art. Und das Attribut Art, hier steht eine URN, Doppelpunkt SN und so weiter mit 3000, ist ein Wert, den wir hier unten finden. Es wird hier die aktuelle Auftragsnummer vergeben und geführt. Wir schauen dazu nochmal in die Attributtabelle, sortieren mal nach Art, die gesamten Grenzpunkte von Chemnitz sind das. Sehen hier ganz viele Nullerwerte wieder. Und dann sehen wir auch, dass eben hier nur eine 3000 steht oder eben mit diesem Kürzel im davor. Und es gibt nichts weiter. Nächster Attributwert ist Name und dieser wird hier erklärt. Hier drin steht im Wesentlichen die sogenannte Fortführungsrissnummer, um zu erkennen, wie denn der Punkt entstanden ist. Das ist im Wesentlichen für die Vermessungsverwaltung, aber auch für öffentlich bestellte Vermesser interessant, um schnell herauszufinden, auf welcher Basis der Punkt entstanden ist, um eventuell weitere Berechnungen durchführen zu können. Dann haben wir den Layer AX Grenzpunkte verbunden und können hier weitere Informationen herausfinden. Interessant ist dabei das Attribut Abmarkung Marke. In Sachsen auch etwas klein gehalten, kann man hier erkennen, wie der Grenzstein draußen in Anführungsstrichen aussieht. Wie gesagt, in Sachsen wird nicht viel geführt. Wenn eine 1000 dasteht, also wie hier in dem Fall, müsste ein Grenzpunkt vor Ort sein. Mit der 1160 ist es ein Landesgrenzstein. Hier in Chemnitz kommt es natürlich nicht vor. Der Wert 9500 bedeutet, es ist nichts draußen vorhanden. Und die 9600 bedeutet, vor Ort draußen ist auch nichts, aber diese Abmarkung, also der Grenzstein, wurde nur zeitweilig ausgesetzt. Also die Abmarkung, der Grenzstein müsste in einem gewissen Zeitraum wieder nachgeholt werden. Oder die Quellenangaben sind nicht spezifiziert, dass man nichts weiß. Wir schauen uns mal dazu noch ein paar Grenzpunkte an. Das ist eine 1000. Bei diesem Grenzpunkt hier ist eine 9500. Und wie wir vor uns gesehen haben, kann sofort der Vermesser oder ihr dann, wenn ihr euch das selber anguckt, erkennen, dort ist kein Grenzpunkt vorhanden. Auf der Seite 242 wird es auch nochmal näher erläutert. Die Marke allgemein, also der Tausenderwert, ist für alle abgemarkten Grenzpunkte und versetzte Grenzpunkte. Also da ist es egal, wie der Grenzpunkt draußen aussieht. Entweder ist es so ein Bolzen oder ein Kunststoffgrenzmarker oder eine andere Vermarkungsart. Dann, was wir gerade hatten, ohne Marke, die zeitweilige Aussetzung und die 9998, wo die Quelle nicht klar ist. Und wie ihr hier auf der Seite 338 erkennen könnt, bietet Alkis die Möglichkeit, eigentlich das viel detaillierter festzulegen, was denn draußen für ein Stein da ist. Also man sucht dann nicht zwingend nach einem Grenzstein, einem Granitgrenzstein, sondern wenn man vielleicht weiß, wie es in Brandenburg, wenn da eine 1300 steht, kann man also sofort nach einem Bolzen oder nach einem Nagel Ausschau halten und weiß eben genauer, was für eine Abmarkung das gibt. Aber das wird jetzt hier in Sachsen nicht geführt. Sachsen-Anhalt ist ähnlich. Ja, und manche Bundesländer haben ein paar mehr Wertearten zugelassen. Nächster sehr wichtiges Attribut ist der sogenannte festgestellter Grenzpunkt. Hier gibt es nur einen True- oder einen False-Wert. Und der sagt aus, in meinem Fall habe ich die dunkelgrün markiert. Also alle, die dunkelgrün sind, haben den Wert True als festgestellter Grenzpunkt. Die hellgrünen Punkte sind die Lagegenauigkeit, also 2100. Und die anderen Farben haben eine geringere Lagegenauigkeit, beziehungsweise die Punkte, die nicht ausgefüllt sind mit einer Farbe, sind reine grafische Punkte. Zu den festgestellten Grenzpunkten, wie ich sagte, also auf der Seite 338 zu lesen, entweder True or False. Wenn der Wert True vergeben wurde,
Dann handelt es sich, da könnt ihr in die Durchführungsverordnung schauen zum Sächsischen Vermessungsgesetz, in den Paragraphen 12 Absatz 2, dann ist das ein Grenzpunkt, der durch Katasternachweis nach 2003 bestimmt wurde. Und diese Bestimmungsart ist eine rechtliche Bestimmung. Wir schauen das mal einfach mal an. Hier Vermessung Ralf Sonntag, festgelegte Lage, das ist sogenannte FL, das war der vorhergehende Begriff. Und hier steht es nochmal da, beinhaltet einen technischen und einen rechtlichen Aspekt eines Grenzpunktes. Und ab 2003 hieß der Grenzpunkt festgelegte Lage und dann hatten wir es nochmal im Jahr 2014 geändert und seitdem heißt so ein Grenzpunkt festgestellter Grenzpunkt. Also die Grenzpunkte, die FL ab 2003 wurden, sind auch weiterhin mit dem Wert True bei festgestellter Grenzpunkt hier markiert. So, dann haben wir noch drei weitere Attribute. Einmal die Punktkennung. Hier wird die Punktnummer verwendet. Und wie ihr hier seht, gibt es unterschiedliche Punktnummern. Einmal sind das nach altem, alte Punkte nach Gauß-Krüger, die verwendet wurden. Das sind diese hier. Und die neuen Punktnummern werden entsprechend der neuen Punktnummerierung festgelegt. Und das sind auch alles einwandfreie Punkte, die nicht zwingend festgestellt sind. Man sieht das hier sehr schön. Der Punkt hat eine Koordinate, ist aber kein festgestellter Punkt, ist trotzdem aber einwandfrei bestimmt. Deswegen hat er eine Punktnummer. Dann gibt es aber auch viele Punkte, wie unter anderem solche grafischen Punkte. Wenn ich jetzt hier drüber gehe, steht ja eine Null da, die keine Punktnummer haben. Hier bekommt dann erst eine Punktnummer, wenn wieder mal ein Vermesser hier in der Lage war und den Punkt bestimmt hat. Und zum Abschluss geht es noch auf das Attribut sonstige Eigenschaften. Hier seht ihr das. Das ist einfach nur ein String vom Datentyp, also wo man eben einen Text eingeben kann. Und was man hier eingeben soll oder kann, könnt ihr hier erkennen. Die Abkürzung oder die Kennung ist SOE. Und das wird eben in dem Fall eingetragen. Dieser Inhalt hier, wenn das zutrifft oder eben bei drittens trifft das zu, dann wird das eingetragen. Das steht dann hier alles nochmal näher erläutert. Auf der Seite 243 gibt es noch weitere Möglichkeiten, was eingetragen ist. Da ist das Interessanteste bestimmt die Nummer 2. Zum Beispiel, wenn da ein RA drin steht, ist die Abmarkung erfolgte als Rückmarke. AR bedeutet nur Rückmarke, der Punkt ist versetzt und so weiter. Wir gucken mal in die Attributtabelle von den Chemnitzer Punkten. Ich habe die schon mal sortiert. Und wie ihr seht, hier steht ein IA und ein IA bedeutet die Abmarkung erfolgt indirekt. Und hier, was ich am Anfang gezeigt habe, hier hat man eine geometrische Identität zwischen Grenzpunkt und Gebäudepunkt. Also eine Gebäudeecke ist gleichzeitig auch die Grenze. Wir zoomen mal dorthin. Ja, und wie ihr das hier seht, das passt nicht genau überein. Ich hätte jetzt Luftbild nehmen können. Ist dieser Punkt ein Eckpunkt eines Gebäudes? Und das werden die anderen sicherlich auch sein. Wir schauen hier nochmal nach. Genau, ist auch identisch. Ich denke, ich habe euch mal einen groben Einblick gegeben, auch wenn es sicherlich für viele, die sich mit der Vermessung nicht so richtig auskennen, sehr schwer sein wird. Wenn ihr Fragen habt, meine Kontaktdaten findet ihr in der Videobeschreibung. Und ja, dann kann ich ja hier und da für das ein oder andere Grundstück einfach mal sagen, zum Bewerten, was das eventuell bedeutet. Na, wenn wir hier dieses Grundstück hier sehen, ist dieses Flurstück umgeben mit Grenzpunkten, die eine Lagegenauigkeit von 2100 haben. Also es bedeutet, jeder einzelne Grenzpunkt hat eine Lagegenauigkeit von 3 cm und auch jeder Grenzpunkt hat den sogenannten Status eines festgestellten Grenzpunktes. Also rechtlich und technisch ist dieses Grundstück super bestimmt. Hier dagegen haben wir einen Punkt, dessen Genauigkeitsstufe nur bei 3000 liegt, also der Grenzpunkt muss nicht zwingend dort liegen, wo jetzt diese Koordinate
sich in der Karte befindet. Bei dem ist es was anderes. Diese sogenannten grafischen Punkte, die können durch eine Neuvermessung in der Örtlichkeit manchmal um viele Meter woanders liegen, wenn es dazu auch keine eindeutigen Vermessungsrisse geben. Aber dazu hilft ein öffentlich bestellter Vermessungsingenieur. Wie gesagt, wenn ihr von Sachsen seid und euch interessiert was an eurem Grundstück, E-Mail an die Kontaktadresse und ich schaue, ob ich euch da helfen kann. Ansonsten viel Spaß beim Herumprobieren und Ausprobieren. Ich danke euch fürs Zusehen und fürs Zuhören und bis zum nächsten Video.